Guten Tag. Zu den aktuellen Anschuldigungen im Fall Uli Hoeneß möchte ich gerne in meinem Namen folgende nicht offizielle Stellungnahme verlesen. Sämtliche gegen Herrn Uli Hoeneß mit Buckel S erhobenen Vorwürfe, meist durch linksorientierte Schmuddelmedien, die dafür später noch ihr weiß-blaues Wunder erleben werden, sind ohne jede Ausnahme erstens vollkommen falsch und frei erfunden, zweitens eine Unverschämtheit sondersgleichen und drittens, okay, wahrscheinlich größtenteils zutreffen. Zwar dürfte inzwischen unstrittig sein, dass Herr Uli Hoeneß über einen langen Zeitraum erhebliche Summen Geldes in vielfacher Millionenhöhe an der deutschen Steuer vorbei in die Schweiz abgeleitet hat, allerdings nicht in krimineller Absicht. Denn, meine, seien wir doch mal ehrlich, Steuerhinterziehung ist ja auch nicht wirklich ein Verbrechen. Also, ich meine, jeder von uns würde ja wohl sein hart erschlichenes, verdientes Geld an den Finanzämtern vorbeischmuggeln, wenn er nur genug Zeit und Kohle für eine Reise in die Schweiz hätte. Dazu kommen außerdem im speziellen Fall Uli Hoeneß die immensen Energiekosten, die für den Betrieb als strahlende Lichtgestalt erforderlich sind.